Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute freue ich mich sehr, Dr. Schmalzel Ihnen vorstellen zu dürfen. Sie, Herr Dr. Schmalzel, sind derjenige, der den psychologischen Dienst der Polizei als Chef betreut. Wir stehen jetzt hier auf der Leopoldstraße, nicht zufällig an dieser Stelle, denn hier ist sozusagen die Geburtsstelle gewesen für den polizeilichen psychologischen Dienst. Warum genau hier? Also man muss zurück erinnern an die Schwabinger Krawalle 1962. Man muss sich vorstellen, hier fuhr noch die Trambahn, Straßenverkehr gab es natürlich auch schon en masse. Und in einer warmen Juni-Nacht spielten hier ein paar Leute Musik, machten Musik und die Anwohner beschwerten sich. Es kam natürlich dann die Polizei, das führte ein bisschen zur Aufregung auf Seiten der Musik, auf Seiten der jungen Leute, die zuhörten. Es wurde dann am Polizeiauto manipuliert, dem Reifen wurde die Luft ausgelassen. Das wiederum führte zur Verhaftung letztlich, zur Festnahme dieser Musiker, wurden ins Polizeipräsidium verbracht. Das wiederum führte dazu, dass andere junge Leute darüber berichteten und sich das nicht gefallen lassen wollten. Also kurzum, 4 Nächte lang gab es hier Tumulte, also es war mehr so eine Art Straßenhappening. Aber was nicht lustig dabei war, waren doch die polizeilichen Reaktionen. Es wurde kräftig auch mit dem Polizeischlagstock operiert. Die Berittene trat auf. Kurzum, die Polizei machte nicht gerade Bella Figura. Es war so, dass die Medien berichteten vom Schlägerpolizisten, vom Schwabing. Das alles führte dazu, dass man sich auch polizeiintern fragen musste, war das noch richtig, war das überhaupt gute Polizeiarbeit? War es nicht? Man stellte dann fest, dass die Münchner Polizei, wie die Polizei in Deutschland damals allgemein, wohl nicht mehr so auf der Höhe der Zeit war. Das heißt, die ganzen Einsatzkonzepte, auch die Art, wie die Polizisten aus- und fortgebildet wurden, entsprach nicht mehr dem Zeitgeist. Das war ja damals immerhin schon die Zeit, wo man langsam sich als demokratisches Staatswesen fühlte. Ja. Gerade die jungen Leute forderten das ein und forderten natürlich auch eine demokratische, eine sich entsprechend modern, rechtsstaatlich benehmende Polizei. Mhm. Und das war dann auch das Anliegen des neuen Polizeipräsidenten, der 1963 sein Amt antrat, Manfred Schreiber, der dann unter anderem sagte, wir müssen also hier ein bisschen modern werden. Also und dazu gehörte sozusagen dann der Psychologe, der dann eingestellt wurde. Ja, also es sind ja nur, das waren dann quasi 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen, dass da ein Umdenken stattfand. Man kann sich vorstellen, dass da natürlich auch noch dieses alte Denken der Staatsmacht im Vordergrund wohl wahrscheinlich stand. Muss man ja dem Polizeipräsidenten zugestehen, dass er tatsächlich eine Affinität zur Psychologie hatte. Ja, das hatte wohl auch persönliche Gründe. Auf jeden Fall hatte er die wohl korrekte Vorstellung, dass die Polizei sich auch von außerhalb sozusagen bedienen muss, also quasi Spezialisten von außerhalb hinzunehmen muss, einen Soziologen, einen Psychologen, Lehrer, wen auch immer. Denn die Polizei war traditionell ein sehr geschlossener Apparat. Ja. Ja, aus sich heraus wurde dann gelehrt, wurde ausgebildet und so fort. Das hat sich ein Stück weit geändert. Die Polizei sollte sich öffnen, sollte sich der Gesellschaft zuwenden. Es gab auch andere Probleme, Straßenverkehr zum Beispiel, wo man auch nicht mehr nur noch nach Ordnungsgedanken also verfahren wollte und konnte. Naja, und da war der Psychologe eben die Konsequenz. 1964 trat er dann sein Amt an und bekam auch 2 Polizisten zur Seite gestellt, eine Schreibkraft. Die 4 dann bildeten den ersten psychologischen Dienst der Münchner Polizei, die damals noch städtisch war. Das muss man auch bedenken. Also das war sozusagen die Polizei für die Stadtgesellschaft München. Aha. Und wo würden Sie also heute sozusagen im Rückblick sagen, wo die Polizei also besonders gut den psychologischen Dienst nutzen kann? Also jetzt erstmal im Sinne von für sich selber, also für die Beamten selber.
Damals oder heute? Ja, gehen wir gleich aufs. Ja, also wir können gerne so den Übergang noch mal erläutern. Ja, ja. Also damals war im Vordergrund noch die Beratung der Polizeiführung. Also ja. Die mussten ja auch viel dazulernen sozusagen. Dann gab es natürlich in der Ausbildung viel zu modernisieren. Das kommunikative Verhalten der Polizisten sollte sich verbessern. Überhaupt sollte der Polizist mal anfangen, sozusagen bürgernah sich zu verhalten. Ja. Und das hat sich natürlich dann weiterentwickelt. Also heute würde man auch sagen, sind unsere Anteile speziell da, wo wir versuchen, dem Polizeibeamten zu verdeutlichen, wie stark er auch psychologisch arbeitet. Also sozusagen im Streifenwagen fährt die Psychologie eigentlich mit. Ja. Denn Polizeiarbeit ist ja Arbeit am menschlichen Verhalten und Erleben. Und das ist genau die Definition der Wissenschaft Psychologie. Ja. Ja, dass man also versucht, menschliches Verhalten ein Stück weit zu verstehen, zu erklären und zu beeinflussen. Und genau das soll der Polizeibeamte ja auch machen. Er soll immer wieder sich überlegen, was geht eigentlich in dem Gegenüber, in seinem Gegenüber, wer immer das ist, vor, was treibt den an, was motiviert den, wie kann ich den beeinflussen, so, dass möglicherweise nach polizeilichem Verständnis kein Schaden entsteht. Ja, also dieses Deeskalieren ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiges Stichwort, wenn man zum Beispiel auf einen ganz gewöhnlichen Verkehrsunfall zukommt und beide Seiten der Meinung sind, sie sind im Recht. Das ist ja dann für die Polizisten wahrscheinlich immer ein kritischer Moment, nicht? Ja, richtig. Also Polizeiarbeit hat ja ständig mit Konflikten zu tun. Ne? Ja. Sie sprechen gerade an den Konflikt, den zwei Verkehrsteilnehmer haben mögen. Es gibt natürlich auch den Konflikt, den der Verkehrsteilnehmer hat mit dem Polizisten, wenn er ihn anhält oder beanstandet. Bis hin natürlich zu den Konflikten, die entstehen, wenn Verbrechen bekämpft werden müssen, wenn Straftaten verfolgt werden müssen. Machen Sie so Rollenspiele, also wenn bevor Polizisten sozusagen in den Straßendienst entlassen werden, dass man also solche Sachen trainiert? Ja, ja. Also wir persönlich machen das jetzt nicht mehr. Wir sind ja ein relativ kleines Team, ungefähr 20 Leute. Die Hälfte davon sind Diplompsychologinnen und Psychologen. Ja. Wir können nicht die Riesenorganisation von 40.000 bedienen. Ja? Ja. Aber in der Ausbildung, und da haben wir natürlich in früheren Jahren Einfluss genommen, werden solche Rollenspiele, solche Szenarien geprobt. Mhm. Und dann weiterführend auch bei den fertigen Polizeibeamten gibt es immer wieder Einsatztrainings etwa, wo nicht nur, sagen wir mal, die Verkehrsanhaltung geübt wird, sondern auch der Umgang mit bewaffneten Menschen, mit psychisch Kranken zum Beispiel, bis hin zum Umgang natürlich mit Amoktätern oder Terroristen. All das ist sozusagen auch psychologisch immer wieder zu begleiten. Ich glaube, Sie waren bei dem einen Geschehen dabei, als Flüchtlinge sich in den Baum gesetzt haben. Ja. Und gedroht haben, dort runterzuspringen. Und die wollten halt ihre Verhältnisse verbessert sehen. Ja. Wie sind Sie in diese Situation reingegangen und was haben Sie da gemacht? Es ist mehrmals passiert mit diesen Flüchtlingen auf den Bäumen sozusagen. Ja. Das eine Mal, das erste Mal, wo ich da sozusagen versucht habe, da ein bisschen mit einzuwirken, war es so, dass ich halt versucht habe, wie man es immer macht, erstmal eine Art Gesprächsbasis zu schaffen, also ein bisschen Vertrauen zu schaffen, sich erstmal bekannt zu machen, zu eruieren, was die Leute wollen. Darf aber hinzufügen, das ist ein Einsatz in der Kategorie, da kannst du fast nichts machen. Das heißt, es gibt Grenzen der Kommunikation, es gibt Grenzen sozusagen der Verhandlungsbereitschaft, die waren da eklatant gegeben. Also man hat es auch polizeilich manchmal mit Leuten zu tun, die den Konflikt wollen oder die Kontroverse wollen, die keinen Schritt irgendwo nachgeben wollen, sondern die ihr Ding durchziehen wollen. Ja. Das ist natürlich dann ein Spiel sozusagen, das die Polizei in irgendeiner Weise mitspielen muss. Mhm. In dem Fall blieb nichts anderes übrig, als die Leute von den Bäumen früher oder später zu holen. Ja. Oder wie es einmal passiert ist, dass eben dann durch Vermittlung auch des Oberbürgermeisters und der Sozialministerin tatsächlich die Möglichkeit gegeben war, mit gewissen Konzessionen oder gewissen Punkten der Verhandlung etwas zu bewirken.
Was sind größere Chancen für Sie, wenn Sie in eine solche Szene kommen? Also wo haben Sie größeren Erfolg zu verzeichnen? Also ich vermute, Sie meinen jetzt mehr der Polizeibeamte als solcher. Also, ja, aber ich dachte auch, dass Sie auch dann vor Ort. Okay, also wenn ich mal vor Ort bin. Ja. Ja. Das passiert zum Beispiel mit Menschen, die drohen, sich irgendwo aus der Höhe zu stürzen. Ja? Suizid, gefährdete Leute, die ja, wenn sie dann nicht gleich springen, also stellen wir uns vor, es klettert jemand auf ein Hausdach oder auf einen Baukran und springt nicht gleich. Wenn er das macht, dann gibt es für niemanden mehr eine Chance. Ja. Aber häufig bleiben die Leute dann oben, weil sie eben immer noch in dieser Ambivalenz sind, vielleicht doch nicht sterben zu wollen. Oder die Todesangst im Moment überwiegt. Ja? Und dann hat man eigentlich gute Chancen. Also dann ist es möglich, das schaffen auch vermehrt Feuerwehrleute oder Polizeibeamte, die als Erste vor Ort sind, dann durch eine sehr geschickte Ansprache den Lebenswillen und die doch Überlebensbereitschaft zu fördern. Da gibt es natürlich ein paar kommunikative Regeln oder Tricks, wenn man so will, oder psychologische Grundüberlegungen, die man einsetzen sollte und die dann in der Regel schon dazu führen, dass so jemand sich helfen lässt und sich von Feuerwehr oder Polizei wieder auf sicheren Boden bringen lässt. Was ist jetzt Ihre Schwerpunktaufgabe, die Sie Tag ein, Tag aus erledigen? Die ist mehr interner Natur. Also wir sind jetzt nicht nur ein einsatzpsychologischer Dienst, was wir bisher ein bisschen besprochen hatten, sondern ja auch der betriebspsychologische Dienst der Bayerischen Polizei. Das heißt, Personalauswahlfragen sind ein großes Thema bei uns. Ja. Personalentwicklungsfragen, Beratung, Betreuung, Krisenintervention. Also wir haben täglich Leute, die kommen, weil sie ein Problem haben, weil sie in der Krise stecken. Oder weil sie sonst wie nicht mehr weiter wissen und psychologischen Rat möchten. Das sind dann Polizeibeamte, die in einer Krise stecken? Ja, Polizeibedienstete allgemein, von der Angestellten bis hin auch zu Polizeiführungskräften, die sich coachen lassen, die einfach mal ein Gespräch suchen, um für sich selbst zu klären, wie sie zum Beispiel mit einem schwierigen Mitarbeiter umgehen sollen. Ja. Es ist ja wahrscheinlich auch sehr schwierig für junge Bedienstete, die also neu in einen solchen Dienst kommen und die dann in kritische Situationen kommen, also vielleicht auch in Verkehrsunfälle mit Toten und damit umgehen müssen. Stellen Sie da fest, dass viele sich sozusagen das psychisch nicht so schwer vorgestellt haben? Ja, das gibt es sehr wohl. Man müsste im Grunde in der Ausbildung ja schon, und ich hoffe, man tut es auch, berücksichtigen, dass der Polizeiberuf im Grunde alles bereithält, was so das Leben auch ausmacht. Ja. Also von den schönsten bis zu den schlimmsten Zeiten. Nicht? Es gab schon Polizisten, die haben im Streifenwagen ein Kind zur Welt bringen helfen, weil gerade die Schwangere, Hochschwangere es nicht mehr geschafft hat, im Stau dann bis in die Klinik zu kommen. Und es gibt natürlich auch Polizeibeamten, die getötet haben. Ja. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich der Polizeiberuf. Und das ist nicht jedem natürlich klar, wenn er mit jungen Jahren zur Polizei kommt und dann plötzlich sich konfrontiert sieht mit Tod, mit Tötung, mit schwersten Verletzungen, mit Verunfallten und so weiter. Ja, dieses eine Waffe dann eben auch zu Hause die ganze Zeit zu haben, ist ja auch etwas, was man, ich sage jetzt mal psychologisch auch damit umgehen muss. Ja? Also wenn man nach Hause kommt, die Waffe ablegt, sie in die Schublade tut, das ist ja auch erstmal ein Gefühl, was der normale Mensch in Deutschland zumindest nicht hat. Naja, das ist wohl richtig. Gut, es wird die Gewöhnung an die Waffe findet ja bereits in der Ausbildung mehr oder weniger vom ersten Tag an statt. Ja. Und es wird wohl sehr viel Wert gelegt, diese Waffe als das zu nehmen, was sie ist, als ein im Grunde Tötungsinstrument, das aber nur eingesetzt werden darf, wie es immer heißt, als Ultima Ratio. Das heißt, nur in einem bestimmten
Ausnahmefall, der verhindern soll, dass Leib und Leben anderer Menschen oder das eigene Leib und Leben gefährdet werden. Und wie man die Waffe dann einzusetzen hat und was es bedeutet, die Waffe einzusetzen, was dann darauf folgt, das alles ist Teil der Ausbildung. Herr Dr. Schmalze, wenn jetzt so ein tragisches Verbrechen geschieht, wie im letzten Jahr, als diese junge Polizistin an der S-Bahn-Station in den Kopf geschossen bekam, wie viel psychologische Arbeit muss dann sozusagen in der Truppe der Polizei geleistet werden? Denn das ist ja eine schreckliche Geschichte, die da passiert ist. Ja, da musste auch Arbeit geleistet werden. Am besten ist es eigentlich immer, wenn die eigenen Kollegen und auch die Vorgesetzten sozusagen die erste psychologische Hilfe leisten. Die sind am nächsten dran, die sind am glaubwürdigsten. Und das ist sehr stark wohl erfolgt, ja. Gott sei Dank. Wir haben flankierend dann auch unsere Hilfe angeboten. Die wurde auch zum Teil angenommen. Es ist ganz unterschiedlich natürlich, wie Menschen reagieren nach so einem Vorfall. Es lässt wohl niemanden völlig unberührt und unbelastet. Aber die Polizei hat heute viel mehr als noch vor 20 oder 30 Jahren ein Verständnis entwickelt dafür, dass man eben auch als Polizeibeamter letztlich ein verletzlicher Mensch ist, der sowas nicht einfach wegsteckt. Und der sich dann auch fragt, mein Gott, was habe ich da eigentlich für einen Beruf? Bin ich vielleicht der Nächste? Was sind das eigentlich für Menschen, mit denen ich es da zu tun habe? Wohin begebe ich mich da eigentlich und was kann mir da alles passieren? Das sind Fragen, die sich jeder stellt und die jeder für sich beantworten muss. Und umgekehrt erleben Sie es immer noch bei Beamten, dass es da vielleicht auch das Gefühl der Schwäche ist, wenn man jetzt zu Ihnen kommt und sich sozusagen psychologisch öffnen soll? Ja, das gibt es schon noch. Ja. Aber ich möchte daran erinnern, dass in den Anfang der 90er Jahre der erste Polizeibeamte nach einem Schusswaffengebrauch zu uns kam. Vorher habe ich das, ich bin seit 1983 dabei, nicht erlebt. Das heißt, es gab früher tatsächlich den Indianer, der keinen Schmerz kennt, und der Polizeibeamte, der dann seine Feuertaufe sozusagen halt erlebt hat und wegstecken muss, während heute eben das Verständnis ein anderes ist, auch gerade von Führungskräften gegenüber ihren Mitarbeitern. Schon so ist, dass der Vorgesetzte schon sagt, Mensch, das Kind, jetzt hast du das und das erlebt, jetzt nehme ich dich mal ein bisschen aus dem Dienst raus, jetzt kümmere ich mich mal um dich und jetzt schauen wir mal, dass du das alles verkraftest. Also stellen Sie auch fest, dass da, man nennt es ja gerne die Millenniums-Generation, ja, die jetzt sozusagen in die Berufe einsteigt, dass da auch eine andere Sensibilität da ist als bei der Generation davor? Ja, also denke ich auf jeden Fall. Ich würde es auch ein Stück weit darauf zurückführen, dass die Polizei sich mittlerweile ja aus sehr bürgerlichen Kreisen rekrutiert. Ja. Also wir haben jetzt junge Leute, die als Kinder oder als Schüler kaum Gewalt erlebt haben, die dann einerseits natürlich sehr geborgen aufgewachsen sind, die andererseits aber dann erleben müssen, oder wir hatten das Thema vorhin, ja, erst einmal auch gesagt bekommen müssen, dass es sowas wie Gewalt und Gewaltbereitschaft gibt und wie die aussieht und wer sowas verübt. Und da ist natürlich dann auch das Verständnis des Einzelnen da, dass er sich Rat und Hilfe und Unterstützung holen muss, wenn er denn das erste Mal vielleicht in seinem Leben rohe Gewalt erlebt, gegen die eigene Person meinetwegen. Die ja im Grunde genommen in jeder Situation entstehen kann. Also selbst wenn man an ein Auto rangeht und einfach nur auf Alkohol oder sonst was kontrolliert. Und da ist dann einer, der ein Messer hat oder sonst was hat. Nicht? Also die Gefahr ist ja eigentlich immer da. Wo man sich wundert, also wenn man das zum Beispiel mal in Amerika erlebt hat, wie da die Polizei an die Autos rangeht, darf man die Hand vom Lenkrad nicht nehmen. Die haben gleich die Pistole gezogen. Ja. Das ist bei uns, soll man sagen, noch nicht so? Oder befürchten Sie, dass das eventuell auch noch mal hier so kommen könnte? Ich weiß es nicht. Also in den USA gibt es natürlich grundlegend andere Verhältnisse. Ja, also Waffengebrauch, Waffenverfügbarkeit und so weiter ist ja eine ganz andere. Dann gibt es in den USA Einzelstreifen, die es ja hier auch nicht gibt.
Also das wollen wir mal nicht zu sehr vergleichen. Man sagt ja immer, die Gewalt und vor allem auch Gewalt gegen Polizei hätten zugenommen. Das hat auch zu tun mit dieser erhöhten Sensibilität, dass man heute natürlich auch eine Beleidigung schon im Grunde als gewalttätigen Akt betrachtet und auch zum Teil zur Anzeige bringt. Das war vor 30 Jahren ja auch noch anders. Also das Verhältnis des Polizeibeamten zu einem, sagen wir, renitenten Bürger, ja, so wie es da immer heißt, ist ein ganz anderes geworden. Es gab, als ich anfing als Psychologe, den Begriff der Täterwatschen. Das sollte bedeuten, wenn dem Polizeibeamten einer blöd kam, dann hat er das gespürt, ja, in irgendeiner Form. Und wenn es auch eine Tätlichkeit war, das gibt es natürlich heute, das darf es ja heute auch nicht mehr geben. Das ist ja nicht nur verpönt, sondern auch gesetzwidrig, rechtswidrig. Und entsprechend gewandelt hat sich das Verhältnis und auch die Vorstellung von dem, was man dem Polizeibeamten gegenüber sich leisten darf. Ja. Also nochmal festhalten, also damals hat der Polizist tatsächlich dann auch mal eine Ohrfeige verteilt. Ich habe das nie gesehen, aber es wurde so erzählt. Quasi wie in der Schule, da wurde ja auch geschlagen. Also es wurde halt auf jeden Fall, ja genau, es wurde auf jeden Fall rauer und rüder umgegangen mit den Leuten, die sich mit der Polizei angelegt haben. Ja, heute gar nicht mehr in der Form vorstellbar. Nein. So, und dann, also hier ist sozusagen Ihre Zentrale. Und das geht von der Seelsorge bis hin zum psychologischen Dienst. Ja, nicht? Also die Seelsorge ist hier mit untergebracht. Wir sind aber zwei sozusagen getrennte Bereiche. Mhm. Aber wir arbeiten zusammen. Es gibt in der Polizei Seelsorger. Ja. Für den südbayerischen Bereich haben zwei, ein katholischer Pfarrer und eine evangelische Pfarrerin, hier ihre Büros. Mhm. Und natürlich gibt es Möglichkeiten oder auch die Verpflichtung der Zusammenarbeit, etwa nach schweren nach Katastrophenfällen. Denken Sie an das Zugunglück in Bad Aibling vor 2 Jahren oder auch hier an den Amoklauf im OEZ 2016 auch. Also immer da oder auch an den Suizid eines Polizeibeamten. Also immer dann, wenn was Schlimmeres passiert und man sich fragt, ja, ist jetzt vielleicht der Psychologe hier der Richtige oder vielleicht und oder auch der Seelsorger, dann verständigen wir uns und sprechen uns ab. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Wenn wir uns diese Bilder angucken, Herr Dr. Schmalzel, dann hat man wirklich das Gefühl, ein Psychologe hätte hier Not getan. Das sind die Bilder von Wackersdorf. Ja. Haben Sie die hier aufgehängt, weil es damals schon was mit Ihrem Thema zu tun hatte? Also wir waren damals sehr viel und oft im Einsatz. Ja. In der Tat hätte da noch mehr Psychologie von Anfang an beiden Seiten gut getan. Gab es Versäumnisse. Also wir sind relativ spät dann richtig so in die Gänge gekommen. Und zwar mit etwas, was wir einsatztaktische Öffentlichkeitsarbeit nannten. Das heißt, wir haben dann versucht, als da schon das Eskalationsniveau ziemlich hoch war, die Wogen zu glätten, indem wir also Plakate gedruckt haben lassen. Wir haben so Buttons auf den Uniformen getragen. Gewalt, nein, danke, war der Slogan. Wir versuchten, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es gab Podiumsdiskussionen, offene Briefe in den Zeitungen. Es war ja eine ganze Region im Grunde in Aufruhr. Ja. Und die Polizei hatte ihre liebe Mühe und Not, zu erklären, warum sie überhaupt da ist, was sie da macht, dass sie nicht jetzt unbedingt ja auf Seiten der Atomwirtschaft sich befindet, sondern dass es ihr darum geht, eben hier öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten und auch das Demonstrationsrecht zur Geltung zu bringen und so fort. Das war alles sehr, sehr schwierig. Ja, müssen Sie sich nicht auch mit Polizeibeamten unterhalten, die manchmal sozusagen ideologisch auf der Seite der Demonstranten stehen, aber jetzt sozusagen als Staatsschützer eingesetzt werden? Ja, aber das ist eigentlich nicht das große Problem, weil die Polizei grundsätzlich ja sich nicht auf die eine oder andere Seite schlägt, wenn es um die Inhalte etwa eines Protestes geht, sondern ihre Rolle
hat in dem Bemühen, sozusagen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit Raum zu schaffen. Mhm. Und das ist nicht immer leicht zu verstehen, aber wenn die Polizei das verdeutlicht und auch der Einzelne das so versteht, dann ist das ganze Demonstrationsgeschehen polizeilich für den Einzelnen gar nicht so schwer. Was es dann natürlich schwer macht, das ist wieder das Thema Gewalt. Ja, klar. Ja. Hier sind wir noch mal sozusagen am Anfang unseres Gespräches. Das sind hier die Münchner Krawalle. Also hier sehen wir tatsächlich diesen Polizisten mit dem Schlagstock auf einen Unbewaffneten zu. Man weiß nicht, was der vorher gemacht hat, aber das sind Bilder, die sozusagen dann das Entstehen ihrer Abteilung gefördert haben. Ja. Also das Bild zeigt eben auch die, wenn Sie so wollen, konzeptionelle Hilflosigkeit der Polizei. Man wusste nicht recht, wie man mit diesen jungen Leuten überhaupt umgehen soll, was man mit denen reden soll, wo die Grenzen dessen sind, was die eigentlich dürfen. Ja, die blockierten halt die Straße und die Trambahnschienen. Das war natürlich nicht in Ordnung. Ja. Aber wie man dann die Leute von der Straße bringt oder wie man es durchsetzt, dass der Verkehr wieder fließen kann oder ob man vielleicht den Verkehr mal umleiten kann und dergleichen, das war alles konzeptionell nicht so richtig im Griff. Mhm. Hier oben eben diese Situation in der Prinzregentenstraße, wie die Deutsche Bank überfallen wurde. Helfen Sie mir, welches Jahr war das ungefähr? 71. Wissen Sie, wie da polizeipsychologisch vorgegangen wurde? Also da wurde meines Wissens polizeipsychologisch nicht vorgegangen. Ja. Es war im Grunde ein neues Deliktfeld, ein Banküberfall mit ganz gezielter Geiselnahme, damit Tresore geöffnet werden, damit eine hohe Summe, 2 Millionen D-Mark damals, erpresst werden sollte. Das gab es so eigentlich nicht. Mhm. Es gab natürlich den Banküberfall, wo man rasch ein bisschen Bargeld sich aus der Kasse hat geben lassen. Aber diese Art von Bankraub eben war neu und hat die Polizei vor völlig neue Herausforderungen gestellt, die sie auch nicht so bewältigen konnte. Es ging ja dann um die Frage, ja, was macht man jetzt, wenn die Geiselnehmer das Bankgebäude verlassen? Kann man die da abfangen? Oder was macht man, wenn die sozusagen mit Geiseln gehen, das Leben der Geisel bedrohen? All das war wiederum konzeptionell nicht vorbereitet und entsprechend chaotisch verlief der ganze Einsatz. Da gibt es heute ganz andere Konzepte. Da hat man wahrscheinlich für alle Szenarien schon sich Dinge überlegt. Selbstverständlich. Also gerade für dieses Deliktfeld wurden dann in den Folgejahren ganz ausgefeilte Konzepte, auch Schulungsmaßnahmen, dann auch Spezialkräfte. Ja, damals gab es ja noch kein SEK. Ja. Das alles ist ja erst entstanden nach genau diesem Einsatz und nach dem Olympia-Attentat, ein Jahr später hier in München, wo man wusste, man muss, wo man endlich gelernt hatte, dass man sich konzeptionell, ausbildungsmäßig, dann auch natürlich waffentechnisch und was Spezialkräfte angeht, weiterentwickeln muss. Auch Verhandlungsgruppen wurden dann erst aufgestellt. Hier haben Sie mir eine sehr nette Geschichte erzählt von diesem Polizeibeamten und das ist auch 68 und der hat eigentlich schon Psychologie in Ihrem Sinne angewendet. Nicht? Ja, richtig. Ich glaube, es war ein Naturtalent, denn es sei denn, er hatte mit dem damaligen psychologischen Dienst sich kurz geschlossen. Das habe ich aber nie so erzählt bekommen. Er war einfach ein Polizist, ein Münchner Schandi, der sich dachte, ich mache jetzt mal ganz pragmatische Polizeiarbeit. Ich rede mit den Leuten. Ja. Das war damals auch nicht selbstverständlich. Ich gehe auf diese Studentenführer zu, frage die, was sie jetzt eigentlich vorhaben. Und wenn die mir sagen, dass sie einen Demozug durch eine bestimmte Straße wollen, die Polizei aber und das Ordnungsamt aber das anders will, dann versuche ich mit denen ein bisschen zu verhandeln und dann hake ich mich unter und dann sage ich, los Burm, jetzt gehen wir die Richtung. Ja. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich vermute, es hing zusammen mit der Art, wie er auftrat, wie er mit den Leuten sprach. Er hat ihnen dann natürlich auch gesagt, passt auf, wenn wir jetzt da gehen, dann könnt ihr dort eure Schlusskundgebung machen und so. Ja. Oder? Also er hatte auch eine Ahnung von Verhandlungsgeschick und von letztlich
einer sehr deeskalierenden Kommunikation. Mhm. Sagen Sie, wie ist es jetzt eigentlich bei der Suche nach Tätern? Also wenn man an einen Tatort kommt, werden Sie da auch geholt zum Gucken, ob Sie irgendwelche Indizien finden, die den Täter, die Sie auf die Spur des Täters bringen könnte? Also wir vom psychologischen Dienst nicht. Wir haben aber einen Kollegen, also auch einen Fachpsychologen, der in einem Kommissariat mitarbeitet, das sich speziell bemüht, ja, um die Aufklärung von nicht geklärten Tötungsdelikten etwa oder anderen schweren Straftaten. Vulgo nennt man das Profiling. Ja. Ja, und dieses Team versucht dann mit psychologischer Unterstützung einen Tathergang zu rekonstruieren, Täter-Opfer-Verhältnisse aufzuklären, das Verhalten, das konkrete Verhalten zu analysieren, um dann Hinweise zu finden auf den Täter. Aha. Also direkt mit Täter und Tatort hat der psychologische Dienst nichts zu tun. Ja. Sie sind ausschließlich sozusagen für die Betreuung von Beamten zuständig. Ja, also ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir sehr viel machen, was ein betriebspsychologischer Dienst allgemein macht. Ja. Also Personalauswahl, Personalentwicklungsfragen, Aus- und Fortbildungsunterstützung, ne, die psychologischen Aspekte dort. Und dann Beratung, Betreuung, Krisenintervention für alle, die irgendwie bedürftig sind nach einem psychologischen Gespräch. Ja. Und die Einsatzunterstützung schon auch und die Unterstützung der kriminalpolizeilichen Arbeit, aber nicht in dem täglichen Geschäft, sondern nur in ausgewählten Fällen. Also bei der Sicherheitskonferenz, die jetzt ja letzte Woche war, da haben wir natürlich einen Kollegen im Führungsstab als Fachberater. Mhm. Wir kümmern uns auch um, beziehungsweise versuchen jetzt auch uns einzubringen in die Analysen von gefährlichen Personen allgemein, also von häuslicher Gewalt bis hin eben zum Terrorismus. Also das ist ja ein großes Thema in der Polizei, dass man versucht, Personen, die gefährlich sind für andere, rechtzeitig als solche zu erkennen, deren Verhalten zu analysieren und dann Prognosen zu erstellen für zukünftiges Verhalten. Mhm. Ach so, das würde bedeuten, also wenn da jemand sozusagen als gefährlich eingestuft wird, dass Sie sich dann auch mit ihm sozusagen auseinandersetzen, mal unterhalten und ihn psychologisch einschätzen? Ja, das wäre denkbar, aber das passiert jetzt weniger, sondern wir würden dann in ein Team gehen, bestehend aus Kriminalbeamten in erster Linie, durchaus auch bestückt mit anderen Spezialisten. Denken Sie zum Beispiel an einen Islamkenner. Mhm. Je nachdem, was vorliegt, ist es mittlerweile doch das Bestreben der Polizei, so interdisziplinäre Teams zu bilden, um dann aufgrund dessen, was an Unterlagen vorliegt, Verhalten zu studieren. Den persönlichen Umgang würde dann eher der kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter haben. Mhm. Dieses Bild ist auch, glaube ich, sehr, sehr kennzeichnend für Ihre neue Definition auch irgendwie, nicht? Wie man also mit Demonstranten umgeht. Also wenn man sich nur dieses Bild isoliert anguckt, dann hat man das Gefühl, da läuft einer verkleidet vor der Polizei, vor der schwer bewaffneten Polizei weg. Man weiß natürlich nicht, was er vorher gemacht hat, ob er mit Steinen geschmissen hat, aber so sieht es aus, als würde zu viel Gewalt ihm entgegengebracht werden. Ne? Ja, richtig. Also Sie sehen, das ist ein Theaterplakat. Ja. Ich weiß nicht, wo es aufgenommen wurde und was überhaupt der Anlass war. Aber es macht natürlich was her als Bild. Es zeigt so ein bisschen auch die Fallen, in die man als Polizei gerade im Demonstrationsgeschehen geraten kann. Nicht? Ja. Also da verkleidet sich einer als Clown etwa oder als Indianer wie hier, macht irgendetwas, was der Polizei vielleicht nicht gefällt. Die Polizei beanstandet das oder will ihm dann vielleicht was abnehmen. Ja, er hat vielleicht mal für sich eine Wasserspritzpistole in der Hand und besprüht damit die Polizei. Die Polizei will ihm das wegnehmen
Und schon entsteht daraus möglicherweise ein Bild, das die Polizei extrem schlecht aussehen lässt. Das ist sozusagen die, was ich als Falle, als Gewaltfalle bezeichne. Man kann sozusagen mit der Polizei gerade im Protestgeschehen spielen und die Polizei zu Aktionen provozieren, die dann, wenn sie in bildhafter Form erscheinen, den Eindruck erwecken, als wäre die Polizei hier absolut brutal und willkürlich vorgegangen. Ja, ja, ich finde es sowieso schwierig für Polizeibeamten, wenn sie in eine Situation reinkommen, die gleich richtig zu bewerten. Weil eventuell sieht man, wie einer zuschlägt, aber vorher sozusagen bedroht worden ist und man kennt die Vorgeschichte nicht. Ja, der Polizei kommt immer erst sozusagen, nachdem irgendetwas passiert ist, in die Situation rein. Haben Sie da, haben Sie da Tipps für Ihre Kollegen, wie man sich sozusagen in die Situation reinarbeitet? Ja, natürlich gibt es solche Tipps. Kommunikation ist ein gutes Mittel, und zwar also die verbale Kommunikation auch, die dann sozusagen den Kommentar abliefert zu dem, was man tut als Polizeibeamter. Stellen Sie sich vor, das ist so ein typischer Fall, ein Sit-in oder eine Sitzblockade, und die Polizei will jetzt diese Sitzblockade auflösen. Die Leute gehen nicht, obwohl sie x-mal aufgefordert worden sind, und jetzt will man also versuchen, Einzelne wegzutragen. Wenn man das macht, indem man nur stumm hingeht und dann an deren Armen reißt, dann schreien die natürlich, und wenn das dann sozusagen medial aufgenommen wird, dann hört man nur die Schmerzensschreie der wegzutragen und hat den Eindruck, die Polizei ist brutal. Mhm. Wenn die Polizei dagegen sozusagen spricht, ja, und auch so, dass es möglicherweise aufgenommen wird, und dann mit den Leuten redet, und sozusagen nie aufhört, sozusagen die Handlung sozusagen verbal zu begleiten, dann macht es ein anderes Bild. Mhm. Und dann hat man polizeilich möglicherweise die Chance, sozusagen den Kommentar abzugeben, der tatsächlichen Handlung entspricht. Mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich verständlich, dass Polizei in Demonstrationen, die auch Gewalt, wo man Gewalt erwarten kann, mit Helm und ein Schutzschild unterwegs ist. Aber es macht den einzelnen Polizisten natürlich auch komplett anonym, nicht? Also das behindert ihn das nicht eigentlich auch in seiner Arbeit? Ja, ein Stück weit schon. Natürlich, alles, was einen anonymisiert oder auch das Sprechen oder die Mimik reduziert, ist erstmal ungünstig. Keine Frage. Weshalb ja immer gut überlegt wird, in welcher Ausstattung oder Ausrüstung man auftreten soll. Der Helm wird eigentlich nur angeordnet, wenn es notwendig ist. Mhm. Er ist dann auch ein Zeichen dafür, dass man mit Gewalt rechnet. Ansonsten würde man versuchen, als Polizei tatsächlich das Gesicht zu zeigen, auch solche Ausrüstungsgegenstände wie Einsatzstock und Schild wegzulassen. Wenn die mitgenommen werden oder wenn die in die Hand genommen werden, dann ist das immer ein Zeichen von Eskalation. Ab wann, sagen Sie denn, soll ein Polizist seine Pistole aus dem Halfter rausnehmen? Naja, wenn es dringend erforderlich ist. Nicht eher. Also wenn er sich oder jemand anders bedroht sieht, dann hat er sicherlich die Möglichkeit, das zu tun. Aber er muss immer alles mitbedenken. Er muss den gesamten Kontext mitbedenken. Er muss auch mitbedenken, ob jemand neben ihm oder hinter ihm steht, ja, oder wen er vor sich hat und was dann letztlich das Ziehen der Waffe wieder beim anderen bedeuten mag. Es mag Leute geben, psychisch Kranke zum Beispiel, die regelrecht in Aufruhr geraten, wenn sie die Waffe sehen. Ja. Vor allem, wenn die dann auf sie gerichtet ist. Also das ist ein schweres Geschäft. Also wenn man das jetzt alles sozusagen, was Sie eben gesagt haben, bedenken muss und man vielleicht nur wenige Sekunden Zeit hat, dann ist das oft wahrscheinlich auch eine Überforderung, oder? Ja, das sollte es eben nicht sein. Ja. Weshalb Gott sei Dank seit etlichen Jahren, eigentlich jetzt schon seit 20 Jahren ungefähr, auch der Gebrauch der Waffe nicht nur am Schießstand trainiert wird, sondern auch in lebensnahen Szenarien. Mhm. Also es wird immer wieder geübt, wie das ist, wenn man als Polizeibeamter jemanden entgegentritt, der zum Beispiel ein Messer in der Hand hat oder eine Glasscherbe oder was auch immer.
Und wie man dann den anspricht, wie man sich vielleicht im Raum auch aufstellt, wie man mit seinem Streifenpartner koordiniert und kooperiert. Mhm. Und letztlich, wie und wann man die Waffe einsetzt. Dr. Schmalze, es ist ein schweres Geschäft. Also man unterschätzt es, glaube ich, oft, was die Polizei zu leisten hat und mit was für einem persönlichen Einsatz das eben auch verbunden ist. Danke, dass Sie uns da mal so ein bisschen reingeführt haben in das Leben des Polizeibeamten. Ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.